zurück zu Assassin's Creed 4. Rum und Zucker hat er, den holen wir uns direkt. Ja, Fernrohr haben wir gerade schon gemacht. Danke. Segel voraus! Eine Militärbrücke am Horizont! Oh Mann! Bist du bereit dafür, Kenway? Nein! Ich will erst das Teil hier haben. Dafür, die Brücke aufzubrechen. Ruf da ein! Na, genau das wollte ich hören! Gib das Signal! Bemannt die Kanonen! Da ist Feuer! Eine Schwachstelle! Achtung! Du wirst uns versenken, Kenway! Feuer! Ja! Rahm- und Marssegel fest zurück! Jetzt gilt es, Jungs! Rettet sie in den Arsch und lasst die britischen Staaten weg! Kann jemand noch was sagen? Sehr schön. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Was ist das? Da war doch ein Bullenhai. Jetzt eigentlich das Ding nur holen. 65 Metall und rein. Wir holen uns das links. Vorsicht mit der Navy, Jungs. Die können ebenso rammen wie Breitseiten geben. Ich setze die Pulverfässer gegen sie rein. Oder? Ei, gute Idee. Oh. Nehmt die Rahn auf den Wind! Hellsegel hoch, aufgreifen! Wir müssen erstmal kurz abchecken die Lage. Fast fertig, Sir! Wir müssen das Ding erstmal manövrierunfähig machen. Bereit machen für Aufschlag! Verdammt, bist du verrückt, Captain? Wir wurden touchiert! Fuck it! Feuer! Na, ein guter Treffer! Feuer! Alle das haben wir ganz gut. Feuer! Ja, ein gut platzierter Schuss! Feuer! Feuer! Ja. Kopfsegel reffen! Kanone bereit! Gegner feuert! Feuer! Und getroffen, Sir! Feuer! Mars- und Trabsegelberg! Feuer! Die Schwachstelle ist umgeschützt! Feuer! Oh, da sind... Feuer! Einer fertig, Sir! Und versenkt! Wir können sie entern! Ein Grab mehr! Wir müssen diesen Bereich neu sie aufbauen! Sie geht gleich unter! Wir sind beschädigt! Feuer! Warten Sie verbunden, Herr Captain! Feuer! Erwarten Befehle, Captain! Gegner feuert! So. Feuer! Die Hauptsegel reffen! Bereit zu feuern, Sir! Ich bin gerade ein bisschen angespannt, deswegen muss ich hier mal
Aufgeilen! Nehmt Druck! Die Top- und Blasen! Wir drehen uns. Okay. Und die Top-Segel auf. Dreh dich. Konzentrier dich aufs Ruder, Captain! Feuer! Bereit zum Feuer! Feuer! Ja, da sind sie am empfindlichsten! Sie nieder, raus aus dem Bett! So, sorry, dass ich gerade echt ruhig war. Ich musste mich echt konzentrieren, weil es doch nicht als, also doch nicht so einfach ist. Alter. Und zack. Drei, vier und fünf. Ejector reparieren. Die Breitseiten von den anderen müssen wir irgendwie ausweichen. Das wird. Das Gute ist, wir haben sie eigentlich schon mal ganz gut getrennt. Das müssen wir halt nur noch irgendwie jetzt hinkriegen. Scheiße. Ober! Runter. Vorsicht, Captain. Das war gut. Gebt dem Wind nach. Feuer! Ja, ein paar Treffer hier und sie bricht. Feuer! Wir eilen uns schon. Feuer! Ja, ohne Wein. Feuer! Da, Captain. Da sind sie am Empfinden. Macht euch bereit. Voll erwischt. Feuer! Nachladen. Der nächste trifft. Feuer! Ja! Achtung! Das war ganz gut. Feuer! Die Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Alle aus der Großbergen! Dort ist sie verwundbar! Feuer! Regelbergen! Haltet euch fest! Und runter! Wir drehen uns da so richtig schön rein. Hebt Arm und Marssegel fest, Zurren! Bereit machen für Aufschlag! Wurde getroffen, Sir! Reißt uns in Stücke! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Feuer! Da, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lassen Feuer! Sie dafür bezahlen! Nehmt die Rahn aus dem Wind! Feuer! So! Jetzt gegeneinander sein. Wir haben sie geholt. Perfekt. Nehmen wir Palis, setzen und schafft zum Wind ausrichten. Leine geben. Kräftig! Ich sagte kräftig! Zieht sie ran mit aller Kraft! Erst mit dem Drehpassen. So, das erste Schiff haben wir schon mal versenkt von den Brigaden. Groß- und Bramsegel! Hey, what?
Verfolger denn macht. Dahinter ist irgendwo ein Verfolger. Segelreffen raus aus der Bö! Oh. Ein paar Vorbereitungen. Bring die Hauptsegel in den Wind! Gib den Wind nach! Du musst an. Feuer! Alle Segel raffen! Okay. Der Spaß will. Komm, dreh dich schneller. Feuer! Laden noch nach! Feuer! Getroffen, Captain! Leg ihr Minen in den Weg, wenn sie uns rammen will. Auf dein Zeichen, Captain! Los! Alle Segel setzen! Feuer! Ja! Hey! Achtung, Edward! Feuer! Oh, nein! Der Treffer könnte sie da... Feuer! Na gut. Feuer! Arbeiten dran! Wir müssen uns auch von den anderen Schiffen fernhalten. Auf deinen Impuls vom Bauch! Das verliere ich nicht. Das ist auch nicht so geplant. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Feuer! Sie dafür bezahlen! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie Feuer! Bringen. Lass sie uns nicht rammen, Captain! Feuer! Beeilen uns schon, Sir! Ja. Warten auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Ja, Captain! Da sind sie an den Schiff! Achtung! Konzentrier dich aufs Ruder, Captain! Alle außer Großbergen! Feuer! Das ist erschreckend nah! Feuer! Ah, perfekt. Ah, war knapp. Er hüpft doch ins Wasser, ne? Du bist also der Captain hier, ne? Was, Herr Captain? Halten Sie zurück! Halten Sie zurück! Also, alles Piraten, Chef. Die Kopfgeldjäger, die rein und raus. So eine Keilerei, bei Gott. Wie stehen wir da? Ein guter Fang, kein Zweifel. Jetzt sollten wir uns besser zurückziehen und uns Anonymität erkaufen. Einverstanden. Also, wie werden wir unseren schlechten Ruf wieder los? Mit Geld, Bursche. Ein hübsches Sümmchen an den richtigen Beamten. Gut, dann tun wir das noch. Ich muss diese gute Samariterin anscheinend kennen. Sind bereit, Feuer! Sir! Steuer, Captain, du hast uns in Stücke! Achtung! Wir schossen zusammen! Das hat Schaden angerichtet! Feuer! Da ist sie am schwächsten! Feuer! Da, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Beinahe fertig, Sir! Feuer! Wenn sie uns rammen wollen, sind Minen eine gute Antwort! Feuer! Probier's Feuer! Erst gar nicht. Sie präsentieren Feuer! Sich uns! Feuer! Lass sie dafür bezahlen! Feuer! Ja!
So, so, so. Fegelbergen geht in die Hölle, Jungs! Zack. Das war der Captain. Noch ein Crewmitglied. Noch einer. Das war schön gemacht. Zack. Den haben wir auch, den nächsten. So einfach ist das. Drei Crewmitglieder und die Ejector reparieren wir auch. Sehr schön. Jetzt will ich nochmal kurz das gucken. Wir haben Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Jo. Das werden wir demnächst auch tun. Monturen, Edward, Kenneth Brauner, Mantel. Okay. Also Connors Mantur fand ich sowieso war eine der geilsten mit. Ich wollte nur was gucken, weil es gibt über Uplay konnte man heißt es sich Monturen, aber die zählen fürs Online-Krams wahrscheinlich. Deswegen. Captain am Ruder! Das wollte ich nicht. Halbes! Kopfsegel raffen! Haben wir, glaube ich, ganz gut Stress gerade gemacht. Außer Gefahr, Sir. Greff die Top- und Bramsegel! In die Waffen, alle Segel raffen! Alle Segel bergen, habt ihr nicht gehört? Ihr habt euch alle eine Pause verdient, ihr habt das super gemacht, Jungs. Bin sehr, sehr zufrieden. Ja, okay. Wir gehen erst zum örtlichen Beamten. Mein Freund, wollt ihr untertauchen? Oh, 200, boah, teuer. Breitseitenkanonen kaufen. So, mache ich das hier? Nee, es wäre ja Schwachsinn. Oder doch hier, also vielleicht. So, Jagdbeute, die behalten wir noch. Kaufen. Aussehen der Ejector. Achso. Das ist natürlich cool, so eine Galionsfigur, ne? Den Royal Fortune. Aquilia, ha! Das ist aus dem Assassin's Creed 3 Teil. Okay, das ist cool. Gibt's denn auch noch die Segel der Aquilia?
Das ist Schwachsinn hier. Hätte ich, würde ich gerne machen. Jacken. Rammsporn. Mörser. Da kann ich halt alles noch nicht kaufen. Da muss ich warten, bis das Schiff ausgerüstet ist. Oder wir müssten warten, bis das Schiff ausgerüstet ist. Wie gesagt, sorry für die Nase, aber ich hab bei dem Wetter draußen mein Heuschnupfen. Das ist. Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Du träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Ei. Eine gute Idee. Ein Jagdschiff plündern, 50 Säcke Zucker plündern, haben wir beides geschafft. So, und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.